Ich kenn Leute, mit denen kann man Pferde stehlen. Und solche, die dir einen vom Pferd erzählen. Manche stammeln immer rätselhaft amorph. Und andere lassen nicht mal die Katze im Dorf. Und ich kenn einen, der ist all das in einer Person. Der textet dich zu, gnadenlos monoton. So wie er mich erblickt, fällt ihm ein Vortrag ein. Prostata, Oralphobie, Kaninchenverein werden ohne Atempause miteinander verbunden. Und mit dem letzten Wort ist er wieder verschwunden. Gerade als ich sagen will, Lehmann, sei still. Ungekämmter und rasierter und feiner Pinkel mit schwelender Zigarre im vergilbten Mundwinkel. Seine Latzhose und er sind unzertrennlich, oder anders gesagt, er wirkt unschlagbar männlich, ein moralapostelnder Frauenversteher und genialer das Wort im Mund verdreher. Was er faselt, ist für ihn in dem Augenblick Gesetz. Er ist beeindruckt von sich und von seinem Geschwätz. Seine Philosophien sind der Overkill. Ich denk nur, Lehmann, sei still. Seine Fragen sind oft dermaßen entartet, dass er Gott sei Dank von mir keine Antwort erwartet. Fordert jemand vom Papst das Zölibat ausdrücklich? Wenn ja, dann ist der bestimmt auch nicht glücklich. Und der Klimawandel hat nach seiner Berechnung ein Verhältnis zur Inflation der Heiligsprechung. Ist das Geld der Anfang vom Ende der Welt? Sieht der Geköpfte noch den Korb, während der Kopf fällt? Dabei dreht er genüsslich die Würste auf dem Grill. Ich denk nur, Lehmann, sei still. Einmal hält man das ja aus, aber so ist er immer. Dieser wasserscheue Rettungsschwimmer. Fahr ich im neuen Wagen vor wie ein stolzer Hahn, ruft er belustigt, der Kaiser hat ja gar nichts an. Auch bei Vollgas und dröhnendem Motor hab ich seine Phrasen noch im Ohr. Und selbst wenn ich weit im Süden den Olymp erklimme, hab ich noch den Eindruck, ich hörte seine Stimme. Und auf dem Gipfel brüll ich schrill, Lehmann, sei still. Unsere nächste Begegnung wird für ihn bitter, dann zieht's auf dieses reinigende Gewitter. Ich schnapp ihn am Kragen und da guckt er nicht schlecht und ich sag, Lehmann, wo ist denn eigentlich der Senf?